Wir haben diesen Bayerischen Präventionsgipfel eingeladen, um alle Akteure an einen Tisch zu bekommen, die möglicherweise von einer afrikanischen Schweinepest betroffen wären, angefangen von den Schweinezüchtern und Mestern bis hin zur Fleischwirtschaft, aber natürlich auch die Behörden, Innenministerium, Landwirtschaftsministerium, aber auch die Kontrollbehörden vor Ort, die Veterinärbehörden, um die Sensibilität nochmal zu erhöhen, aber vor allen Dingen auch ein gemeinsames Ergebnis zu erwirken. Wie können wir die Prävention noch besser voranbringen? Wo sind rechtliche Dinge noch zu regeln? Und was ist die Aussicht für die Zukunft? Wie können wir mit diesem großen Problem, das unter Umständen starke und katastrophale wirtschaftliche Auswirkungen haben kann, wie können wir das gemeinsam noch angehen? Ja, es war heute zwei Themenblöcke, die wir bearbeitet haben. Zum einen der Bereich Prävention und der andere Bereich, wie gehen wir im Seuchenfall tatsächlich damit um. Im zweiteren Teil ist es sehr differenziert natürlich und sehr viele detaillierte Fragen von Schweinezüchtern, Mestern angefangen bis hin zur Fleischindustrie, die wissen muss, wie man mit diesen Dingen umgeht. Hier hatten wir eine wunderbare Arbeitsgrundlage, auch gerade vom Verband der Fleischwirtschaft. Aber auch im Präventionsbereich müssen wir noch intensiver werden. Die Jägerschaft übernimmt für uns eine ganz wichtige Rolle in der Reduzierung der Wildschweinpopulation, die bei uns in Deutschland am stärksten ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, aber geht auch bis dahin zu Landwirten, die mit Biosicherheitsmaßnahmen sich schützen können. Also dieser intensive Austausch und dieses gemeinsame Wirken soll uns wirklich helfen, im solchen Fall richtig umzugehen, aber es bestenfalls gar nicht so weit kommen zu lassen. Ja, wir haben eine klare Zielvorstellung. Wir wollen als erstes so viel Prävention betreiben, dass man einen solchen Eintrag von Haus aus vermeiden kann. Sollte es zu einem solchen Ausbruch kommen, müssen wir konsequent und auch konzentriert gemeinsam handeln, um diesem Geschehen möglichst schnell Herr zu werden und die schlimmen Folgen möglichst zu verhindern.